Hallo Friends und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, euch geht's allen gut. Wie man sehen kann, ich bin gerade nicht in meinem Zimmer und das liegt daran, dass ich schon seit einer Weile in Korea hier bin. Und ich habe schon so lange kein Q&A mehr gemacht, deswegen dachte ich, es wird Zeit dafür. Auf Instagram habe ich euch Fragen gestellt, was euch genau interessiert. Und viele Fragen waren tatsächlich über Korea, weil ich da ja gerade bin. Die erste Frage ist, wurdest du schon mal gemobbt? Also das Ding ist, ich wurde noch nie richtig gemobbt, aber die Jungs aus meiner alten Klasse haben mich früher immer so sehr genervt. Was komisch ist, weil mit denselben Jungs bin ich jetzt richtig gut befreundet. Nur als ich dann halt mit Social Media angefangen habe, gab es sehr viele Leute, die hinter meinem Rücken sehr schlecht über mich geredet haben. Das ist aber auch einfach eine Sache, mit der man rechnen muss, wenn man mit Social Media anfängt. Und die Leute denken auch, du bekommst es nicht mit, wenn sie schlecht über deinen Rücken reden. Die nächste Frage ist, wo wohnst du, also in welchem Bundesland? Ich wohne zurzeit in Deutschland, Hessen, auch wenn ich halt gerade in Korea bin. Und da lebe ich noch mit meiner Familie in der Nähe von Frankfurt. Wo genau, werde ich jetzt aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Aber ich bin eigentlich immer in Frankfurt unterwegs, das heißt, es kann sehr gut sein, dass ihr mich da irgendwann mal trifft. Die nächste Frage ist, ist es nicht etwas gruselig, allein in Korea zu sein, ohne Familie und so weiter. Also ich bin ja hierher gekommen mit meiner Freundin, beziehungsweise ich habe sie in Korea getroffen und ich bin schon sehr viel allein gereist, deswegen habe ich auch kein Problem, allein ein Flugzeug zu fliegen. Ich glaube, zum allerersten Mal allein geflogen bin ich sogar schon mit 12 nach Malta, weil ich da so einen Englischsprachkurs gemacht hatte. Meine Mom hat mich da einfach reingesetzt. Leute, ich konnte nicht mal alleine Bahn fahren. An dem Tag sind auch so viele lustige Sachen passiert, da muss ich echt mal eine Storytime zu machen. Und ich meine, ich kenne die Sprache in Korea ja sehr gut und Korea ist auch so wie eine Heimat für mich, halt wie Deutschland. Es ist ja nichts hier unbekannt oder so für mich. Was viele, glaube ich, auch nicht verstanden haben, ist, ich habe Familie in Korea, weil meine Mom ist ja aus Korea. Sie ist Koreanerin und deswegen ihre ganze Familie. Die war ich bis letzte Woche auch besuchen und jetzt ist ja Ben nach Korea gekommen und wir reisen hier ein bisschen herum und ich versuche ihm einfach meine Kultur zu zeigen. Keine Ahnung. Nächste Frage, gehst du ins Gym? Ja, eigentlich gehe ich ins Gym. Jetzt gerade ist Ben ohne mich gegangen, weil wir waren vor ein paar Tagen bereits zusammen und ich gehe jetzt nicht so oft wie er ins Gym. Ich glaube, der könnte jeden Tag ins Gym gehen, wenn es nach ihm ginge. Aber das Ding ist, ich habe hier halt auch viel zu tun. Ich muss halt YouTube-Videos drehen, ich muss schneiden und so. Deswegen bin ich jetzt nicht mit ihm ins Gym gegangen, aber normalerweise gehe ich auch ins Gym. Und ey, Leute, Gym ist wirklich so eine Hassliebe bei mir, ne? Ich liebe es einerseits, aber ich hasse es irgendwie auch. Ich finde es so anstrengend, dorthin zu gehen, aber danach fühlt man sich immer so gut. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Die ist nicht böse gemeint. Was hast du an deinem Auge? Also, das Mädchen meint wahrscheinlich diesen roten Fleck hier. Ich weiß, es sieht so aus, als würde ich weinen oder als wäre eine Blutader geplatzt, aber ich habe das tatsächlich schon seit 3, 4 Jahren und dieser Fleck wird leider immer größer. Kann ich nicht ändern, Leute. Ich war auch deswegen schon 10.000 Mal beim Arzt, der konnte mir auch nicht helfen. Der meinte nur, es ist nichts Gefährliches und um herauszufinden, was das genau ist, müsste man das halt rausoperieren. Vielleicht mache ich es irgendwann, aber es kann halt passieren, dass die Operation, keine Ahnung, nicht gut verläuft und dann habe ich halt auf der einen Auge irgendwie... Ich habe es nicht verstanden, ist auch egal. Nächste Frage, also wie geht es dir gerade? Also wirklich. Oh, ich fand diese Frage einfach so süß, Leute. Mir geht es zurzeit richtig gut. Also ich habe ja mein Abi gemacht und ich fühle mich deswegen einfach so frei, weil ich tun und lassen kann jeden Tag, was ich möchte. Zudem konnte ich einfach mein Hobby zum Beruf machen. Ich mache jetzt Social Media Vollzeit. Also das Ding ist, ich sage zwar Vollzeit, aber an sich, ich mache den ganzen Tag, was ich möchte und dann arbeite ich halt 1-2 Stunden, um meine Videos hochzuladen. Ihr müsst aber wissen, dass das Ganze halt nicht von nichts kam. Ne? Ich habe sehr hart gearbeitet in der Zeit, wo ich halt in die Schule gegangen bin. Aber ich bin zurzeit sehr glücklich, weil ich in Korea sein kann. Das ist mein Lieblingsland nämlich. Ich wirklich, Leute, ich liebe dieses Land, das ist so toll. Und auch, dass ich Ben jetzt halt dieses Land so zeigen kann, das macht so viel Spaß. Die nächste Frage ist, mit wie vielen Jahren hattest du deine erste Beziehung? Meine erste Beziehung hatte ich mit 16. Mein Freund habe ich damals tatsächlich in Malta kennengelernt, auf einer Sprachreise. Das war so random, auch überraschend, weil ihr müsst wissen, damals, ich hatte noch gar kein Interesse eigentlich an Jungs und Jungs hatten irgendwie auch kein Interesse an mir. Also ich habe auch nie Interesse gezeigt, ich habe auch gar keine Chancen gegeben. Ich war halt für mein Alter doch richtig jung. Ich weiß, es gibt Leute, die haben mit 14 oder 13 schon ihre ersten Beziehungen. Hätte bei mir niemals funktioniert. Ich war so unfassbar unreif. Auch meine erste Beziehung war richtig unreif. Also die Beziehung an sich nicht, aber ich war so unreif. Mein Ex hat aber von Anfang an halt, wo er mich getroffen hatte, direkt Interesse gezeigt und hat sich so gut um mich gekümmert und mir so ein gutes Gefühl gegeben. Und für mich war das halt komplett neu, ne? Weil ich habe eigentlich keine Aufmerksamkeit von Jungs bekommen gehabt zu dem Zeitpunkt und deswegen habe ich mich dann auch in ihn verliebt und dann sind wir halt zusammengekommen. Das Ganze ist aber schon sehr, sehr lange her. Wir haben uns auch getrennt nach einem halben Jahr, also so lange ging die Beziehung dann auch nicht, aber es war trotzdem eine sehr schöne. Die Beziehung hätte aber auch gar nicht halten können, weil, wie gesagt, ich war so unreif. Okay, das habe ich oft genug gesagt. Achso, das habe ich aber vergessen zu erwähnen. Ich habe ihn zwar in Malta getroffen, habe dann aber herausgefunden, dass der in meiner Nachbarstadt lebt und in Malta selbst hatten wir noch nichts, aber wir haben dann halt, als wir in Deutschland waren, angefangen uns zu treffen und dann ist das Ganze passiert. Und das Ganze war damals noch so schwierig für mich, weil meine Eltern waren halt komplett dagegen, dass ich einen Freund habe. Ich habe ja relativ strenge Eltern und deswegen habe ich immer alles verschwiegen. Das heißt, wir konnten uns nie bei mir treffen, haben uns immer nur bei ihm getroffen oder halt draußen und irgendwann haben meine Eltern es halt dann doch rausgefunden und dann konnte ich mich weniger mit ihm treffen. Also es war ein reinstes Chaos die ganze Zeit. Und die nächste Frage ist, wie bist du zu TikTok gekommen?
Also ich habe TikTok während der Corona-Zeit angefangen, einfach weil mir langweilig war, Leute. Und ich fand, das war so eine coole Plattform, weil Musical.ly hat sich ja irgendwie geändert zu TikTok und ich dachte, yo, jetzt versuche ich es auch mal. Ich war damals 15 oder 16 und es hört sich so dumm an, aber for real, der Grund war einfach, dass mir todeslangweilig war, weil das Ding ist, wir hatten zwar Online-Unterricht, aber da hat niemand aufgepasst. Ne? Ich habe auch nicht aufgepasst. Ich habe stattdessen die ganze Zeit TikToks gedreht. Und am Anfang der Corona-Zeit hieß es ja, ja, es gibt nur 2-3 Wochen Lockdown, der dann immer wieder verlängert wurde und in der Zeit hatten wir ja gar keinen Online-Unterricht. Wir hatten nicht mal Aufgaben, wir hatten gar nichts. Und meine Eltern haben mir auch nicht erlaubt, dass ich mich mit irgendwelchen Leuten treffe, weil ja Personenbeschränkung war. Ich war den ganzen Tag allein in meinem Zimmer. Die nächste Frage ist, sprichst du lieber Deutsch oder Koreanisch? Also Leute, um ganz ehrlich zu sein, ich kann Deutsch sehr viel besser sprechen als Koreanisch. In Koreanisch sprechen war ich früher so unfassbar gut, aber ich bin echt schlecht darin geworden, deswegen muss ich das jetzt wieder üben. Und generell mit meinen ganzen Freunden und so habe ich immer Deutsch gesprochen, deswegen bin ich darin schon besser. Sprecht ihr zu Hause Deutsch oder Koreanisch? Also mein Vater kann nicht wirklich Koreanisch, der ist ja auch Deutscher und hat nicht wirklich eine Verbindung zu Korea, außer halt, dass er eine koreanische Frau geheiratet hat, deswegen spreche ich mit ihm Deutsch. Mit meiner Mom spreche ich aber ab und zu Koreanisch, aber selbst meine Mom kann mittlerweile sehr, sehr gut Deutsch, weil die jetzt sehr lange in Deutschland gelebt hat. Wie räumst du immer dein Zimmer auf? Ich weiß, dass sehr viele Leute Probleme haben mit der Motivation, ihr Zimmer aufzuräumen, aber ich persönlich versuche es nicht irgendwie als ein Muss oder als eine Arbeit, was ekelhaft ist, anzusehen, sondern ich versuche das Beste draus zu machen und es zu genießen einfach. Also entweder ich höre dabei Musik, Podcast oder ich drehe ein YouTube-Video dazu. Und wenn ihr aufräumen wollt, Leute, wartet nicht, bis es komplett unordentlich ist, sondern macht jeden Tag ein bisschen oder wenigstens jeden zweiten, dritten Tag. Und wenn ihr selbst das nicht hinbekommt, weil euer Zimmer bereits so unaufgeräumt ist, dann könnt ihr euch ja vornehmen, dass ihr heute zum Beispiel nur den Boden aufräumt, am nächsten Tag euren Schreibtisch, dann vielleicht mal Bett machen. Wisst ihr, einfach so kleine Dinge. Man muss ja nicht komplett übertreiben direkt. Aber wenn ihr möchtet, kann ich euch gerne mal ein Video auch mit Tipps darüber machen, weil man kann schon so ein paar Organisationstechniken anwenden. Wann hattest du deinen ersten Kuss? Ich habe euch ja erzählt, dass ich meinen ersten Freund mit 16 hatte und da hatte ich dann auch meinen ersten Kuss. Wie lange hast du deinen Eltern nichts davon erzählt? Okay, also die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass bis ich ungefähr 1,5 Millionen Follower auf TikTok hatte, meine Eltern nicht mal wussten, dass ich TikTok mache. Und das lag einfach daran, dass ich relativ strenge Eltern habe und ich hatte so Angst, was sie dazu sagen werden und dass sie es mir komplett verbieten. Weil das Ding ist, Leute, als ich mit TikTok angefangen habe, ich wusste ja nicht, dass ich so viele Follower bekomme, ne? Und deswegen dachte ich halt immer so, ja, egal, die finden es eh nicht raus. Und dann irgendwann hatte ich halt so viele Follower, da dachte ich, eigentlich müsste es ja langsam auffallen. Aber das Ding ist, es war eh Corona-Zeit, ich bin nie rausgegangen, meine Eltern haben kein Social Media, die wissen nicht mal, was TikTok ist, bis heute checken die nicht, was das ist. Und ich habe es denen dann letztendlich auch nur gesagt, weil ich in ein Management wollte und ich war halt damals 16 oder 17 und allein hätte ich das nicht hinbekommen, weil man halt die Unterschrift bzw. die Erlaubnis von den Eltern braucht. Und es gab so viele Diskussionen, darüber kann ich eigentlich auch mal eine Storytime machen, weil es eine lustige Geschichte. Also damals fand ich es nicht so lustig. Ich habe auch sehr viel geheult und sehr viel mit meinen Eltern gestritten. Aber heutzutage finde ich es einfach nur funny. Und ich nehme das meinen Eltern auch eigentlich gar nicht mehr übel, weil ich meine, es ist einfach eine Plattform, die sie nicht kennen. Natürlich, das Internet ist sehr gefährlich. Nächste Frage, wie lange machst du jetzt Social Media? Wie gesagt, ich habe mit Ende 15, Anfang 16 ungefähr angefangen und ich bin jetzt 19. Das heißt, es werden schon mehr als 3 Jahre sein. Oh mein Gott, ich bin so alt. Wie kann es sein, dass ich das schon so lange mache? Katzen oder Hunde? Leute, ich liebe Katzen, ich liebe aber auch Hunde. Aber ich glaube, ich würde mir eher eine Katze holen. Aber was ich bei Hunden liebe, die können so viel Zuneigung und Liebe dir geben. Und du fühlst dich so richtig geliebt von diesen Tieren. Und wenn du so alleine bist, dann können sie dich voll aufmuntern. Katzen können auch manchmal richtig angepisst sein, aber Katzen sind halt auch einfach ein Weib für sich. Deswegen, ich liebe die trotzdem. Willst du irgendwann Kinder haben? Die Frage habe ich ja bereits beantwortet. Ja, aber erst sehr viel später, vielleicht so mit 30 oder so. Also, keine Ahnung, davor, ich muss mein eigenes Leben genießen und ich muss vor allem selbst sehr viel wachsen. Weil ich will auf gar keinen Fall irgendwie Kinder bekommen und denen dann irgendwie nichts von der Welt erzählen können oder irgendwie sie falsch aufziehen, weil wenn ihr wüsstet, was für einen großen Einfluss Erziehung auf die Kinder hat und auf deren gesamtes Leben und da möchte ich versuchen, so viel wie möglich richtig zu machen. Wann hast du angefangen, Röcke zu tragen, beziehungsweise Schule, Öffentlichkeit? Das ist tatsächlich eine Sache, für die mich sehr viele Leute beneiden und zwar, dass ich mich traue, Röcke zu tragen. Und Leute, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, es war, als ich 17 oder 18 war, weil ich wollte schon immer Röcke tragen. Ich fand das so cool, habe mich aber nie getraut, weil es tragen nur sehr wenige Leute Röcke und die Leute, die Röcke tragen, werden auch schnell verurteilt und es ist ja auch auffällig, ne? Das heißt, man braucht schon Selbstbewusstsein und Mut dafür, sowas zu tragen. Aber wenn ihr einmal damit angefangen habt, Leute, es juckt euch nicht mehr. Ihr merkt das nicht mal mehr, wenn euch Leute anstarren wegen dem Rock. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war ein Sommer, der war sehr, sehr warm und ich habe mir einfach vorgenommen, auch in der Schule, dass ich einfach jeden Tag trage, was immer ich will, ohne daran zu denken, was meine Mitschüler denken oder von mir halten. Und ich sag euch, am Anfang war das voll die Herausforderung für mich, weil ich weiß nicht, es war mir unangenehm und so, aber ich habe mich trotzdem immer wieder überwunden und irgendwann war es nicht mehr schwer. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, dich zu schminken?
Ich glaube, da war ich 12 Jahre alt. In Malta, da habe ich zum allerersten Mal angefangen, Make-up zu tragen. Weil die ganzen Mädchen dort waren ein ganzes Stück älter, so 16 oder 17. Und ich wollte das halt auch ausprobieren. Deswegen habe ich da Make-up getragen. Man hat es kaum gesehen, aber ich habe mich trotzdem so cool gefühlt. Und ich weiß noch, ich wollte auch immer unbedingt in Deutschland in der Schule Make-up tragen, ne? Weil ich meine, wann soll ich denn sonst Make-up tragen? Ich bin ja nie rausgegangen oder so. War auch früher noch nicht auf Partys oder so. Deswegen der einzige Grund, mich zu schminken, war halt leider wirklich die Schule. Auch wenn es komplett unnötig ist eigentlich. Und ich habe dann damals meine Schwester gefragt, wie alt muss ich sein, beziehungsweise in welcher Klasse kann ich anfangen, mich zu schminken? Und sie hat gemeint, die 8. Und ich habe mich schon ab der 6. oder 5. Klasse darauf gefreut, dass endlich die 8. Klasse kommt, damit ich anfangen kann, mich in der Schule zu schminken. Ich war so komisch. Und was stellst du dir in 5 Jahren vor? Also, ich stelle mir vor, dass ich gerade am Studieren bin oder sogar mit meinem Studium zu Ende bin. Das glaube ich aber eher nicht. Ich stelle mir auch vor, dass ich halt immer noch mit meinen alten Freundinnen zusammen abhänge. Ich hab die so lieb, Leute. Ich will meine Freunde eigentlich gar nicht wechseln. Es sollen einfach genau dieselben bleiben. Wenn wir uns auseinanderleben, dann kann man natürlich nichts dagegen machen. Aber ich werde mir so viel Mühe geben, dass diese Freundschaften alle bleiben. Ich hoffe natürlich auch, dass ich weiter Social Media machen werde. Da bin ich mir aber auch relativ sicher. Mit wie vielen Jahren hast du deine Periode bekommen? Da war ich, glaube ich, 18 Jahre alt. Und ich erinnere mich noch so gut daran. Ich hatte nämlich gerade Handballtraining. Und das war kurz davor. Ich bin auf die Toilette gegangen, habe gesehen, dass ich meine Tage bekommen habe. Und ich weiß nicht warum, aber ich war so stolz auf mich. Früher, als ich sie bekommen habe, ich hatte immer nur ganz leicht meine Tage. Ich habe nur sehr wenig geblutet und ich hatte auch gar keine Schmerzen. Ich konnte alles machen und jetzt, Leute, manchmal, ich blute so viel, ich muss, keine Ahnung, jede Stunde gefühlt meine Binde oder meinen Tampon wechseln. Und ich habe so Bauchschmerzen, ich muss den ersten Tag oder den zweiten Tag, wo ich meine Tage habe, die ganze Zeit Ibu nehmen, weil ich sonst heulen würde. Mir geht es dann so schlecht. Ich war auch früher bei der Frauenärztin deswegen und habe ihr davon erzählt, dass ich halt so Schmerzen habe. Und die hat mir damals die Pille gegeben. Ich habe die dann irgendwann abgesetzt, als ich gecheckt habe, dass die halt nicht gut für den Körper ist. Weil das Ding ist, die Frauenärzte wirklich, die verschreiben dir das, ohne wirklich zu sagen, wie schlecht das für deinen Körper ist. Ne? Deswegen habe ich die dann irgendwann einfach abgesetzt und ich hatte halt die ganze Zeit trotzdem weiter Schmerzen, ne? Also diese Pille hat auch nichts gebracht. Was war dein Kindheitstraum als Beruf? Boah, ich wollte schon immer Sängerin werden, jetzt mal wirklich. Daraus ist leider nichts geworden. Ich glaube, das wird auch nichts mehr, weil ich kann eh nicht singen, Leute. Dann hätte ich wenigstens singen üben müssen oder irgendwie, wie man Lieder schreibt oder so, aber ich kann das alles nicht. Deswegen war es das und ich finde das auch nicht so wichtig. Man muss auch immer nicht das machen, was dein Kindheitswunsch war, weil das ist dein Wunsch als Kind. Meine Wünsche jetzt sind ganz anders. Ich will keine Sängerin mehr werden. Also würde ich singen können, dann würde ich es safe machen, aber ich kann halt nicht singen, ne? Wie schaffst du es immer positiv zu bleiben? Das ist tatsächlich eine Sache, die habe ich mir sehr hart antrainiert. Oh, und ich freue mich jedes Mal, wenn Leute auf mich zukommen und dann sagen, oh mein Gott, du bist voll die positive Person. Ihr müsst einfach wissen, egal was passiert, es ist immer an euch, beziehungsweise euer Mindset, wie ihr die ganze Sache seht. Angenommen, ihr fallt hin und ihr reißt eure komplette Jeans auf, ne? Also erstens könntet ihr natürlich denken, oh nein, was für ein schlimmer Tag, jetzt ist mir schon wieder das Blödes passiert, meine Lieblingsjeans ist gerissen. Ihr könntet aber auch denken, oh mein Gott, ich bin hingefallen und nur meine Jeans ist gerissen, aber ich habe mich selbst nicht verletzt und deswegen glücklich sein, versteht ihr? Die Situation macht nicht aus, wie es dir geht. Es ist deine eigene Entscheidung, wie du das Ganze siehst. Und es ist immer besser, alles im positiven Blick zu sehen, weil du dann damit einfach viel glücklicher bist. Es gibt so viele Sachen, Leute, die ihr nicht kontrollieren könnt, ja? Akzeptiert es einfach und seid glücklich. Und danke auf jeden Fall, dass ihr euch dieses Video bis zu diesem Zeitpunkt angeschaut habt. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Stellt mir auch gerne weitere Fragen, vielleicht kann ich dann nochmal ein Q&A machen. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr generell dieses Format so findet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!